Herzlich willkommen in der Galerie da Mihi in der Ausstellung von Jean Hutter und Lorenz Spring. Ich begrüße alle, die heute hier sitzen und alle, die von zu Hause oder irgendwo an einem Bildschirm uns jetzt zusehen. Ganz speziell begrüßen möchte ich Professor Dr. Jörg Scheller, den ich dann gleich noch etwas näher vorstellen möchte. Doch zunächst ein paar Worte zu dieser Ausstellung von Jean Hutter und Lorenz Spring. In dieser Ausstellung wir heute diesen Vortrag von Professor Dr. Scheller hören werden. Neben mir sehen Sie Werke von Lorenz Spring. Und auf dieser Seite sehen Sie Figuren von Jean Hutter. Die Begegnung der Werke hier ist ähnlich wie die der beiden äußerst unterschiedlichen Künstler, die sich im Kern für Menschlichkeit und Menschenrechte einsetzen. Es ist nur eine ganz zarte Annäherung der beiden Werke. Jean Hutter war politisches Mitglied bei der SP, das ist eine Partei, und Lorenz Spring ist ein gläubiger Christ. Die beiden Künstler haben sich gut gekannt und sie haben sich sehr geschätzt. Sie haben mehrmals miteinander ausgestellt, wie jetzt. Doch leider, das haben Sie sicher gehört, ist Jean Hutter vor circa 3 Monaten gestorben. Zum Glück konnten wir diese Ausstellung noch mit Jean Hutter kuratieren. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Nachkommen von Jean Hutter bedanken, weil sie haben geholfen, diese Ausstellung schlussendlich zu realisieren. Vielen Dank. Nun möchte ich zur Hauptperson kommen des heutigen Abends, und das ist Jörg Scheller. Er lehrt an der Hochschule der Künste in Zürich, und zwar im Bachelor für Fine Arts und am Master für Art Education. Doch dieser Mann ist nicht nur Kunstwissenschaftler. Er ist, wie er auf seiner Webseite so passend schreibt, in verschiedenen Schnellzügen unterwegs. Als Journalist publiziert er regelmäßig in der Zeit, in der FAZ, in der NZZ, Schweizer Monat, Psychologie heute. Und alle Leserinnen und Leser der Stuttgarter Zeitung kennen ihn auch als Kolumnist. Und auch sonst publiziert noch mehr. Er ist auch Musiker. Und zwar als Sänger und Bassist ist er mit einer Trash-Metal-Band unterwegs. Und auf deiner Webseite habe ich gesehen, dass in Bern demnächst ein Event steigt. Mhm. Jörg Scheller ist zertifizierter Fitnesstrainer. Und wie es Jörg Scheller so macht, er macht nichts einfach nur so ein bisschen, er macht alles hochprofessionell. Er hat auf dem Gebiet des Bodybuildings zusammen mit Arnold Schwarzenegger hat er promoviert in Stuttgart. Und dann 4 Jahre später hat er eine Ausstellung über Bodybuilding kuratiert. Und da habe ich Jörg Scheller dann auch kennengelernt. Das war in der Kunsthalle Zürich 2015/16. Und diese Ausstellung, da musste ich feststellen, dass das Thema Bodybuilding noch viele Aspekte bietet, die mir bisher gar nicht so bekannt waren. Und die Ausstellung hieß übrigens Building Modern Bodies, die Kunst des Bodybuildings. Und nun zu einem weiteren Thema. Jörg Scheller ist auch Autor. Und das ist eigentlich auch, er hat mich mit seinem neuesten Werk auf die Idee gebracht, dass er uns etwas über Identitäten und über die Künstler, die wir hier zeigen, erzählen könnte, vortragen könnte. Denn kürzlich ist sein neuestes Buch erschienen, Identität im Zwielicht, Perspektiven für eine offene Gesellschaft. Es freut mich sehr, dass dein Buch auf der Shortlist ist, eines für einen hochdotierten Essaypreis. Und dieser Preis nennt sich Tacitus. Und er wird vom Philosophicum Lech in Österreich verliehen. Einen bekannten Preisträger kennen Sie vielleicht.
Das ist Hartmut Rosa. Er hat 2016 diesen Preis gewonnen. Er hat ein Buch geschrieben im soziologischen Feld über Resonanzen. Nun drücken wir dir alle die Daumen, dass du den nächsten Preis gewinnst. Das würde mich sehr freuen. Aber jetzt möchte ich dir das Feld überlassen. Wir haben abgemacht, dass der Vortrag circa 30 Minuten dauern wird und im Anschluss dürfen wir Fragen stellen. Nun übergebe ich dir das Wort. Vielen Dank, Jörg Scheller. Merci. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich darf gleich mit der schlechten Nachricht beginnen. Der Preis wurde an eine andere Person von Ihnen. Insofern, aber das soll die Stimmung heute nicht mildern. Ich werde im Folgenden versuchen, das Werk Shang Hutters etwas zu kontextualisieren, wenn ich möchte, es in einen Zusammenhang bringen mit einigen zeitgenössischen politischen Debatten und Spannungsfeldern, die Barbara bereits angedeutet hat. Und diese Debatten und Spannungsfelder scheinen mir in Hutters Werk eigentlich schon sehr früh angelegt zu sein. Und konkret wird es mir dabei um ein Thema gehen, zu dem ich in den letzten Jahren viel gearbeitet habe, viel publiziert habe und bei dem ich immer wieder an Shang Hutter denken musste, nämlich die bereits erwähnte Frage nach der persönlichen Identität und mehr noch der Gruppenidentität sowie der Frage nach Sinn oder Unsinn von Identitätspolitik. Also eines dieser Reizthemen, die derzeit in den alten und neuen Medien intensiv diskutiert werden. Und Hutters Werk, das wäre die These für heute Abend, kann einen konstruktiven Beitrag leisten, um Potenziale wie auch blinde Flecke der heutigen, zwar primär aus US-amerikanischen Quellen gespeisten Identitätspolitik aufzuzeigen, gerade weil die wichtigsten Weichenstellungen für Hutters Ästhetik aus einer anderen Zeit stammen, nämlich aus der frühen Nachkriegszeit. Ich werde versuchen, Hutter heute Abend ganz explizit als einen zeitgenössischen Künstler zu würdigen, als einen kritischen Genossen der Zeit, wenn man so will. Also nicht nur als einen Künstler, der eigentlich bereits eine kunsthistorische Position ist, sondern eben gerade aufgrund einer anderen Inspiriertheit in der frühen Nachkriegszeit, die ich heute wieder aktuell finde. Was also macht Hutters Werk heute aktuell? Man könnte ja skeptisch anmerken, dass das viel zitierte Thema, das Hutter zeitlebens umtrieb, nämlich der Mensch in seiner Verletzlichkeit, nicht mehr zeitgemäß sei. Und hier muss ich ein wenig ausholen. Also ich werde mich Hutter über einen gewissen Umweg nähern. Also was könnte es sein, dass manche einwenden lassen könnte, dass diese Position eigentlich nicht zeitgemäß sei? Es ist eben die besagte Identitätspolitik, die in den 1970er Jahren in den USA entstand und derzeit auch in europäischen Medien, in der Bildung, in der Politik, in der Wirtschaft floriert. Und ein ganz wichtiges Moment dieses Politikverständnisses ist, dass die Rede vom Menschen, also der Menschheit, sie unterstellt wird, es handle sich eigentlich um ein überkommenes Denken, ein universalistisch-humanistisches Denken, das nicht mehr an der Zeit sei. Ein ganz wesentlicher Aspekt Identitätspolitik ist, dass es nicht mehr um die sozusagen abstrakte Gattung Mensch geht, nicht um die Menschheit,
sondern dass es in der Politik um ganz konkrete Gruppen und ihre spezifischen Interessen gehen solle. Also das soll Gegenstand politischer, aktivistischer Bemühungen sein. Das, so lässt sich kurz gesagt, eine ganz wesentliche Prämisse von Identitätspolitik zusammenfassen. Und das entstand in den 1970er Jahren in den USA, in den de facto ethnisch noch segregierten und eigentlich bis heute ethnisch segregierten USA, als eine, wie der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama schrieb, unvermeidliche Reaktion auf Ungerechtigkeiten. Also Identitätspolitik sollte aufmerksam machen auf die konkreten Situationen konkreter, ganz spezifischer Gruppen, anstatt eben vom Menschen und der Menschheit zu sprechen. Das ging aus von einem Künstlerinnenkollektiv, dem Combahee River Collective, das auf die Situation schwarzer homosexueller Frauen in den USA aufmerksam machen wollte. Ja, und da ging es darum, wirklich für die Anerkennung einer konkreten, marginalisierten, respektive mehrfach diskriminierten Gruppe aufmerksam zu machen. Und das sollte der erste Schritt sein. Erst später sollte sich aus dieser Form von Aktivismus und Politisieren dann eine gerechtere Menschheit entstehen. Und dafür mussten Identitäten erst einmal benannt werden. Also die Situation dieser Gruppe musste aufs Tapet. Und das nannten die Aktivistinnen strategischen Essentialismus. Also sie mussten gewissermaßen ihre Identität, ihre Situation essentialisieren, um auf sich aufmerksam zu machen. Und dieses Vorgehen, das hat ist ein Marsch durch die Institutionen hinter sich in den letzten Jahrzehnten, wird heute eingesetzt in NGOs, bei Konzernen, in Parteien, in Diversity-Schulungen und so weiter und so fort. Und genau das bringt mich eigentlich zurück in die Nachkriegszeit beziehungsweise ins Europa der Nachkriegszeit, in die Zeit, als Hutter seine künstlerische Karriere begann. Denn damals war eine ganz andere Haltung angesagt. Also da war die Frage tonangebend, hatten nicht die Nationalsozialisten eben blutige Identitätskulte betrieben? Hatte man nicht diese Gattung Mensch, nicht die Menschheit auseinander dividiert, in einzelne Gruppen, die man dann markiert hat, die man klassifiziert hat, kategorisiert hat und evaluiert hat. Also vor diesem Hintergrund schien es angebracht, Identität eben nicht zu hoch zu gewichten, zumal nicht im Politischen. Menschen anhand von Hautfarbe, Herkunft oder sexueller Orientierung zu klassifizieren oder gar zu bewerten, das galt in der Nachkriegszeit, insbesondere in Deutschland, wo Hutter ja in den 50er Jahren studierte, als eine eminent problematische Geschichte. Zumindest in der Theorie versteht sich nicht, in der gelebten Praxis waren die Klassifikationen und Wertungen natürlich immer da. Aber Identität war eben ein wirklich vermintes Feld. Man muss da nur an Theodor Adorno denken, wahrscheinlich der prominenteste deutschsprachige Philosoph der Nachkriegszeit, der wortgewaltig das Nicht-Identische verfochten hat und immer davor warnte, Begriff und Sache, Sein und Denken gleichzusetzen. Auch später hat die kontinentaleuropäische Theorie und Philosophie starke Identitätsvorstellungen kritisiert. Philosoph Gianni Vattimo beispielsweise hat das schwache Subjekt gelobt. Der Ideenhistoriker Michel Foucault hat vom glücklichen Schwebezustand einer Nicht-Identität gesprochen. Genau das hat sich heute verändert, das spüren wir alle. Identität ist wieder in aller Munde und Identität soll nicht mehr tiefer gehängt werden, sondern explizit gemacht werden. Erst auf dem Weg hierher, Berner Hauptbahnhof, habe ich eine junge Frau gesehen mit einer Tragetasche, da stand drauf, show who you are, Ausrufezeichen. Also es war ein perfekter Auftakt
für diesen Vortrag heute. Und dieses Explizitmachen von Identitäten geschieht nicht mehr nur unter linksprogressiven Vorzeichen, wie beim Combahee River Collective in den 70er Jahren, sondern zunehmend auch unter rechten Vorzeichen. Da werden sozusagen den als bedrohlich und zersetzend eingestuften Identitäten marginalisierter Gruppen das haltgebende oder angeblich haltgebende und kraftgebende, identitätsstiftende völkische Kollektiv entgegengesetzt. Das sind zwei Dimensionen von Identitätspolitik, die ganz unterschiedlich gelagert sind, aber wo es in beiden Fällen eben um das Explizitmachen von Identitäten und Identitätsvorstellungen geht. Wie dieser Wettstreit dieser Identitätsverhältnisse ausgehen wird, das wissen wir nicht, das wird die Zukunft zeigen. Aber eines, glaube ich, ist klar, je eindeutiger und je sichtbarer Identitäten in den Massenmedien, in den sozialen Medien und sonst wo werden, desto einfacher können sie natürlich auch gegeneinander ausgespielt werden. Das ist einfach ein strukturelles Phänomen, das ist so. Mittlerweile sind wir, glaube ich, sehr gut darin geworden, also im Identifizieren. Wir identifizieren eigentlich unablässig und unsere Kompetenzen im Bereich des Imaginierens, so meine ich, haben etwas nachgelassen. Also identifizieren, das geht gerade hoch, imaginieren, sich in etwas anderes hineinversetzen, sich als etwas anderes denken. Das ist vielleicht so ein bisschen auf den Rückzug. Und nicht zuletzt deswegen, weil Identitätspolitik natürlich auch ökonomisch vereinnahmt wird. Also Unternehmen sind sehr daran interessiert, neue Identitätsgruppen zu konstruieren, weil das schlicht und ergreifend neue Konsumentengruppen sind, neue Produktsortimente damit einhergehen. Also da hat man dann also implizit jeweils einen Wachstumsmarkt. Ja, und das schaukelt sich so wechselseitig hoch. Und in diesem ganzen Zusammenhang, glaube ich, wächst hier und da doch die Illusion, man könne tatsächlich eine Identität haben, eine Identität, die auch nicht widersprüchlich ist, die irgendwie homogen ist. Das meine ich, das ist gefährlich und genau an diesem Punkt kommt Shang Hutter ins Spiel. Die Aktualität von Hutters Werk speist sich, so meine These, daraus, dass er einerseits, wie bereits erwähnt, um die Anerkennung und Gerechtigkeit eben jener marginalisierter Gruppen kämpfte, um die es auch beim Combahee River Collective und bei den Aktivisten der 70er Jahre ging. Das tat er nicht nur als Künstler, sondern eben auch als Aktivist mit Ausflügen in die institutionelle Politik. Aber andererseits zeichnet sich das Werk Hutters dadurch aus, dass er sich gewissermaßen einer identitären Vereinnahmung, Instrumentalisierung entzieht, indem es eben primär Menschen und weniger konkrete Personen oder konkrete Gruppen repräsentiert. Ja, also nicht zuletzt dieser anonyme, serielle Charakter vieler Figuren, seien es die aus Holz gedrechselten, seien es die in Bronze, Stahl oder Eisen gegossenen, spricht genau dafür. Und in dieser nicht-identitären Dimension ist Hutters Werk durchaus typisch für die kritische und politische Kunst der Nachkriegszeit, die eben noch dann existenzialistisch und humanistisch geprägt waren. Also das, was jetzt so ein bisschen auf dem Rückzug ist, ja, das Existenzialistische steht schon unter Universalismusverdacht. Und Universalismus steht unter dem Verdacht, eben konkrete Situationen auszublenden und alles unter so einen Menschheitsteppich zu kehren. Das ist der Punkt, das glaube ich, warum es wieder aktuell ist. Ich glaube, man braucht das eine oder andere aus dieser Zeit und aus diesem Denken, um gewisse sagen, identitätspolitische, aber auch eben auch identitäre Trends zu, nicht zu ersetzen, sondern eigentlich zu
konterkarieren oder zu kompensieren. Wir könnten in dem Zusammenhang beispielsweise an die Verzauberten auf dem Bieler Bahnhofplatz denken, wo man sich fragen kann, sind das jetzt Weiße oder sind das People of Color? Sind das Männer? Sind das Frauen? Sind das Junge oder sind das Alte? Man weiß es nicht so recht. Gut, da gibt immer so kleinere Hinweise und Andeutungen, aber es geht eben gerade nicht darum, sie quasi klar identifizierbar zu machen. Gerade weil er das nicht macht, weil er dann nicht quasi didaktisch vermittelt, mit wem man es hier zu tun hat, appelliert diese Kunst wiederum an die Imagination. Also es ist keine Kunst der Identifikation oder nicht nur der Identifikation, sondern eine Kunst, die an die eigene Imagination appelliert. Und Imagination ist das, was Menschen verbinden kann, die ansonsten im konkreten Leben wenig verbinden kann, nicht muss, natürlich. Genau auf diesem Imaginationsverständnis basiert etwa John Rawls 1971 publizierte Theorie der Gerechtigkeit, in welcher der Philosoph forderte, man müsse sich von Zeit zu Zeit unter einen Schleier des Nichtwissens, wie er es nannte, begeben und dort also das Experiment wagen, einmal die eigene Identität zu vergessen oder sich vorzustellen, wie es wäre, man hätte keine, um Gerechtigkeit gruppenübergreifend denken zu können. Ja, also das quasi mal gezielte Ausblenden der eigenen Identität, Schleier des Nichtwissens als eine Bedingung für identitätsübergreifende Gerechtigkeit. Also in diesem Sinne würde ich Hutters Figurenensembles heute eigentlich deuten oder so nehme ich sie zumindest wahr. Was man aber sicherlich wissen kann und was man identifizieren kann, jetzt nochmal mit Blick auf die Verzauberten in Biel, ist, dass diese Dargestellten auf der sozialen Rangordnung ganz weit unten rangieren. Also selbst wenn wir ihre konkrete Identität nicht kennen, kann man das doch, glaube ich, ohne größere Probleme feststellen. Wenn ich das, ich bin häufiger auf dem Bahnhofsvorplatz von Biel, wenn ich da vorübergehe, dann setzt eigentlich immer wieder dieser Imaginationsprozess ein, dass man denkt, ja doch, ich könnte auch einer von diesen Dargestellten da sein. Also das ist etwas, das ist wie so ein es ist kein Reflex, aber es ist etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich da vorübergehe. Also ich connecte im Modus des Möglichen, ja, mit diesen Figuren. Und in dem Zusammenhang würde ich denjenigen zustimmen, die in Identitätsfragen primär Chiffren eigentlich der sozialen Frage sehen. Und ich denke, auch Zhang Hutter wäre dieser Deutung wahrscheinlich nicht abgeneigt. Am Ende des Tages geht es wahrscheinlich nicht so sehr um Identitäten, sondern es geht ganz konkret um Geld. Und das, was Geld ermöglicht und welche Räume es öffnet. Der Rapper Ice-T, über den habe ich im Buch der einen oder anderen Stelle geschrieben, hat einen fantastischen Song komponiert 2017, der trägt den Titel No Lives Matter. Also er hat den als Reaktion auf die Black Lives Matter Bewegung verfasst, die er unterstützt. Aber er erlaubte sich hinzuzufügen, no lives matter. Und wann matteren die nicht, wenn du arm bist? Ganz einfach. Also im Songtext heißt es, wenn ich es noch zusammenbekomme, but honestly, it ain't just black, it's yellow, it's brown, it's red, it's anybody who ain't got cash. Also ehrlich gesagt, es geht nicht nur um die Schwarzen, Gelben, Braunen, Rote, es geht um alle, die keine
Kohle haben. Ja, also IST sieht quasi unter diesen identitätspolitischen Kämpfen letztlich die soziale Frage. Das ist ein ganz klassisch marxistischer Ansatz, den er da verfolgt. Das ist ein klassisch linker Ansatz, wie er sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Und ich meine, könnte man nachher noch darüber diskutieren, dass es doch auch dieses Denken ist, dass die Kunst und das Wirken von Shang Hutter geprägt hat. Es ist auch interessant zu sehen, dass, wenn wir nochmal auf die Verzauberten blicken, dass Identitätsmerkmale wie Frau oder Mann, schwarz oder weiß, alt oder jung, alles Merkmale sind, die man nur bedingt oder unter doch recht großem Aufwand nur verändern kann, während der soziale Status das eigentlich verändernde, das eigentlich veränderbare Identitätsmerkmal in der Moderne ist. Also der flüchtigen Moderne, wie der Soziologe Sigmund Baumann sie nannte, entspricht das Grundgefühl, dass der eigene Status eigentlich immer prekär ist. Ja, immer unsicher, sowohl nach oben als auch nach unten als auch zur Seite. Und deswegen muss eigentlich ständig am eigenen Status gearbeitet werden. Ja, das ist sozusagen die eine Konsequenz der flüchtigen Moderne, also der sozialen Mobilität der Moderne, die sich im 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Und ähnlich flüchtig ist auch die Aufmerksamkeit jener, die am Bieler Bahnhofsplatz jeden Tag vorbeieilen, also auf dem Weg zum täglichen Statuserhalt oder Status-Upgrade auf den Zug eilen. Und es ist sehr interessant zu beobachten, also von geradezu tragischer Ironie, dass die einzigen, die länger vor den bronzenen, verzauberten Weilen, die lebendigen Verzauberten sind am Bahnhofsplatz, die sich also regelmäßig um das Kunstwerk versammeln, teils auch auf dem Kunstwerk versammeln, das ist als Sitzgelegenheit benutzen und dort eben diskutieren, trinken, streiten, Musik hören, was auch immer. Und glaube ich, diese Konstellation, die gehört für mich zum Kunstwerk fast wesenhaft mittlerweile dazu. Also das ist etwas, was wirklich geradezu zusammengehört, was ich auch in meiner Erinnerung so eingeschrieben hat, dass ich erinnere, die Verzauberten ganz selten isoliert, sondern wirklich immer in diesem sozialen Kontext, in dem sie sich am Bieler Bahnhofsplatz präsentieren. In dem Zusammenhang musste ich in der Vorbereitung dieses Vortrags an den 1902 erschienenen Klassiker der anarchistischen Literatur Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt denken, also mit Blick auf Biel und das Jura, das anarchistische Literatur um 1900, natürlich eine sehr naheliegende Referenz. Und in diesem Buch, verfasst von Pjotr Kropotkin, schrieb selbiger über die Ethnie der algerischen Kabilen Folgendes, zitiere: Da die Kabilen das Privateigentum schon kennen, gibt es natürlich Reiche wie Arme unter ihnen. Aber wie alle Leute, die eng zusammenleben und wissen, wie die Armut beginnt, betrachten sie sie als etwas, was jedermann zustoßen kann. Sage nie, du wirst nie den Bettelsack tragen oder nie ins Gefängnis kommen, ist ein Sprichwort der russischen Bauern. Die Kabilen wenden diese Einsicht in der Praxis an, und in der äußeren Erscheinung kann zwischen Reich und Arm kein Unterschied entdeckt werden. Zitat Ende, also aus Kropotkins Buch. Also aus Kropotkins Sicht versuchen die Kabilen also so Identitätsmerkmale und Statusunterschiede, auch wenn sie natürlich existieren, eben nicht sichtbar zu machen, nicht explizit zu machen. Also nicht wie auf der Tragetasche, show who you are, show what you've got. Und genau das ist eigentlich der Unterschied zum Paradigma heutiger Identitätspolitik, wo eigentlich das gefordert wird, nicht? Dass es geht darum, die Verschiedenheiten sichtbar zu machen, transparent zu machen, zu repräsentieren.
Und also die Idee dahinter ist, dass wenn man das mal alles gemacht hat, dass alle quasi repräsentiert sind, dass sich die Verschiedenheiten gewissermaßen zu einer Art Universalität aufsummieren. Und in dem Zusammenhang sehe ich Hutters Kunst tatsächlich als ein Korrektiv. Es handelt sich um eine Kunst, um eine visuelle Kunst, die etwas zeigt, aber eben nicht zwingend jemanden als jemanden sichtbar macht, beziehungsweise nur in Andeutungen oder nur durch die Titelgebungen und Kontexte, in dem die jeweiligen Werke platziert sind. So sagte Hutter 2014 über seine 1967 in Solothurn aufgestellte Skulptur des polnischen Nationalhelden Tadeusz Kościuszko, Zitat Hutter: Als ich den Kościuszko-Brunnen in Solothurn mit dem sehr schmächtigen Kościuszko gemacht habe, haben sich die Polen in der Schweiz furchtbar aufgeregt. Die wollten das gar nicht. Die wollten einen Adler. Aber ich hatte einfach das Gefühl, das ist auch ein Mensch und ein Mensch ist verletzlich. Zitat Ende. Also, das finde ich sehr schön, was ich so als Kontrastfolie zum identitätspolitischen Denken. Es ging Hutter also nicht darum, ganz spezifisch einen Polen darzustellen, in einer wie auch immer gearteten typischen Körperlichkeit oder Physiognomie eines Polen, was immer das sein soll. Noch wollte er diese Gruppe durch eben nationale oder ethnische Symbole repräsentieren. Es ging ihm auch nicht darum, ein singuläres Individuum darzustellen, sondern er wollte quasi das Verbindende, allgemeinmenschliche, schwieriger Begriff natürlich immer, in der Figur des vermeintlich heroischen Einzelnen betonen. Und dieses Allgemeinmenschliche, so scheint mir, gerät derzeit eben ein wenig ins Hintertreffen, nicht zwingend aufgrund der Identitätspolitik als solcher, die als Analyseinstrument eigentlich ganz vortreffliche Dienste leistet, sondern im praktischen Gebrauch, im praktischen Umgang mit Identitätspolitik in der Medienöffentlichkeit und im Aktivismus, wo eben Identitäten auch isoliert, verabsolutiert, essentialisiert und gegeneinander ausgespielt werden. Auch hinsichtlich eines weiteren Aspekts der Identitätspolitik ist Hutters Werk sehr aktuell. So basiert Identitätspolitik nämlich auf der Prämisse, dass die eigene Betroffenheit als Individuum, aber mehr noch als Gruppe, im Zentrum politischer Meinungsbildung stehen und auch in der praktischen Politik stets einbezogen werden sollte. Sie kennen das etwa mit Blick auf Fernsehsendungen, bei denen gefordert wird, vom jeweiligen Diskussionsgegenstand Betroffene müssten einbezogen werden. Ja, und zwar nicht nur indirekt, sondern eben direkt, also sie müssen selbst präsent sein, statt durch andere repräsentiert zu werden. Also die Frage, wer spricht, ist ganz essentiell für Identitätspolitik. Und das ist auch völlig in Ordnung und nachvollziehbar, wenn Identitätspolitik nicht an diesem Punkt stehen bleibt. Also wenn man an dem Punkt stehen bleibt und dann tatsächlich irgendwann annähme, dass nur Sie für sich sprechen können und ich nur für die Gruppe der Kunsthistoriker und kein Soziologe darf sich jemals wieder zur Kunstgeschichte äußern, oder? Schwierig. Also das wäre eine Gefahr, dass man quasi auf halbem Wege stehen und stecken bleibt. Das ist Essentialismus, das ist Essentialisierung von Identität. Hutters Werdegang hingegen zeigt, dass wir es eigentlich gar nicht mit einem Entweder-Oder von persönlicher Betroffenheit und dem Allgemeinen, dem Menschlichen zu tun haben. Also wenn man sich seine Biografie anschaut, so stellt man fest, dass Kunst für ihn zunächst einmal als Medium ganz aus einer ganz persönlichen Auseinandersetzung diente und er eigentlich überhaupt nur durch diese persönliche Auseinandersetzung, genauer gesagt durch persönliche Berührt- und Betroffenheit, zu einer Politisierung der Kunst
und zu einem politischen Engagement für die Allgemeinheit gelangte. Also Sie sind wahrscheinlich mit dieser Geschichte vertraut, also Hutters frühe Jahre in München beim Studium, wo er eben auf Kriegsversehrte traf in den 1950er Jahren, wo er Kenntnis erhielt von der Ermordung der Juden und anderer durch die Nationalsozialisten. Also das ist das, was er so als einen Prozess der Erschütterung beschrieben hat. Und hier finde ich es ganz interessant, dass das eigentlich zeigt, oder dass Hutters Geschichte zeigt, dass die Entstehung seiner Ästhetik und seiner Haltung zeigt, dass man eben nicht selbst eine Schussverletzung erlitten haben muss, nicht selbst geschädigt worden, oder nicht selbst geschädigt sein muss, um politisch aktiv zu werden und sich für andere einzusetzen. Also man kann betroffen sein, ohne getroffen zu sein, und man kann nachhaltige lebenspraktische Schlüsse daraus ziehen. Und dafür braucht es eben nicht nur Identifikation, dafür braucht es Empathie und dafür braucht es Imagination, Einfühlungsvermögen und Vorstellungskraft. Das ist das, was es möglich macht, dass eben nicht alle Leid erfahren müssen, um Leid zu lindern. Also das zu betonen, ist heute, glaube ich, ganz wichtig. Andernfalls könnte man versucht sein, zu sagen, dass möglichst viele Leute müssen Leid erfahren haben, um Leid bekämpfen zu können. Ja? Also das wäre eine trivialisierte oder vulgarisierte Form von Identitätspolitik, die eigentlich in einen Teufelskreis münden würde. Hutter ging ja noch weiter, wenn er nämlich sagte, dass diese emotionalen Erfahrungen mit den Kriegsschäden, mit den Kriegsgeschädigten in Deutschland, bei ihm ist die zu einer viel zitierten zweiten Geburt geführt habe, ihn also in seiner Künstleridentität überhaupt erst hervorgebracht hätte. Das ist sozialpsychologisch ganz interessant, denn man sieht ja eigentlich sehr schön, Identität entsteht im Grunde überhaupt erst durch Krisen. Also es braucht eine gewisse krisenhafte Erfahrung, um eine Identität zu entwickeln. Das gilt schon auf, in entwicklungspsychologischer Hinsicht, also durch die Krisen, die alle Menschen im Laufe ihres Lebens erfahren. Oder es können soziale oder politische Krisen sein, dass man sich selbst eben als eine neue Person oder sich selbst zumindest in neuem Licht wahrnimmt. Ja, und so ähnlich war das bei Hutter, also durch diese Erschütterungen, durch diese Betroffenheit entsteht eine neue Identität, in diesem Falle als Künstler. In jedem Fall muss es deshalb künftig darum zu tun sein, Identitäten zu verbinden und identitäre Anwandlungen, insbesondere im politischen, zu verhindern. Auch davon handelt bis in das erwähnte Buch. Also ich glaube, dass wir gerade im ästhetischen, im künstlerischen Möglichkeiten haben, eben Identitäten zu transzendieren und uns zumindest in der Imagination in andere hineinzudenken, über die eigene Situation, die eigene Identität hinaus zu gelangen, zumindest temporär. Und da, denke ich, eignet sich Hutters Kunst eigentlich sehr gut dafür. Es ist eigentlich eine Kunst, die auf eine sehr subtile und jetzt nicht laute Art und Weise vermittelt, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zwar vieles trennt, also Identität heißt, es ist etwas, was quasi abtrennbar ist oder zumindest abgrenzbar ist, aber eben auch sehr vieles verbindet. Man kann natürlich auf das Trennende fokussieren, auf die Unterschiede, das ist völlig legitim, aber man muss aufpassen, dass Menschen eben nicht immer tiefer in ihre jeweiligen Identitäten hineinstößt, indem man sie auf bestimmte Aspekte derselben reduziert, sondern man kann auch daran arbeiten, dass eben Verbindungen, Gemeinsamkeiten entstehen, die vielleicht nicht sofort zu belastbaren Beziehungen werden, aber doch langfristig zu sozialem Frieden und Gerechtigkeit beitragen.
Da hat Hutter mit seiner Kunst, gerade weil sie sich dieser identitären Vereinnahmung entzieht, doch Beachtliches geleistet dafür. Ich schließe hier mit einer Anekdote aus der Presse, auf die ich schon vor einigen Jahren in einem anderen Zusammenhang gestoßen bin. Es war ein Artikel aus dem Jahr 2007, da schrieb der Hotelier Peter Bodenmann in der Weltwoche einen Artikel über das Agassiz-Horn, also benannt nach dem Schweizer Jean-Louis Rodolphe Agassiz. In den Worten Bodenmanns, Zitat, ein genialer Naturforscher und notorischer Rassist zugleich. Zitat Ende. Und um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, schlug Bodenmann ein Symposium zum Thema Nationalismus, Rassismus, Alpinismus auf dem Agassiz-Horn vor und umriss die konkrete Ausgestaltung wie folgt. Zitat. Zum Abschluss der Tagung könnte die Air Zermatt, eine von Berner Chang Hutter gestaltete Nelson-Mandela-Skulptur, auf das Agassiz-Horn fliegen. Und der mitfliegende Ogi-Freund Kofi Annan würde im Abendrot vor den laufenden Kameras aller großen Fernsehsender dieser Welt das Agassiz-Horn in Mandela-Peak umtaufen. Zitat Ende. Und ich glaube, das sind genau die Verbindungen, die es heute zu knüpfen gilt, diese unwahrscheinlichen Verbindungen, auch dieses eben leicht utopische und eben der Imagination zugewandte Denken. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Chang Hutter in diesem Zusammenhang auftaucht. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich kann es nicht beurteilen, ob sie vorhanden war aufgrund der Masken. Das ist für Redner immer eine schwierige Situation, weil man nicht identifizieren kann, wie das Publikum eigentlich reagiert. Also da gibt es quasi ein gewisses identitätspolitisches Desiderat, was die Masken betrifft. Dazu vielen Dank.